war noch immer halb im Leben. Und die Sache ist ja die, ich weiß ja gar nicht noch nicht mal, wie lange ist es her, dass alle die ganzen Zauberer erledigt wurden, dass die alle ausgelöscht wurden, in Fruchtmisch verwandelt wurden, wie immer du es nennen willst. Wie lange ist das her? Wie lange ist sie schon in diesem Pott drin und ist da, ich weiß ja nicht, wie lange dauert der Gärprozess oder so, um zu einem Fruchtmisch zu werden? Ich bin nicht hier. Sind die Informationen in deinem Bericht korrekt? Natürlich sind sie hier. Exzellent. Wir beginnen sofort mit der Suche. Mit der Suche nach uns oder mit der Suche nach Gummis? Konntet ihr euch vollständig aufladen? Ja. Wie ihr sehen könnt, konntet, blieb lediglich die Kammer des verfluchten Fruchtgummis übrig. Die Klammer der verfluchten Fruchtgummis? Okay. Wollt ihr das Millenniumsgummi erlangen, müsst ihr denjenigen namens Muffin finden. Ich finde diesen Kerl geil. Er ist gar nicht so toll, aber der Name ist toll. Er heißt Muffin. Muffin? Das heißt, er wäre ein Brownie. Sein Name ist Muffin und er ist ein Brownie. Und ich finde es einfach so geil. Die Firma, die das ja gemacht, dieses Spiel macht, heißt ja Brownie Brown. Und wenn man sich das Logo mal anguckt, ist da auch ein Brownie drauf. Die Firma existiert so nicht mehr. Die wurde nachher, ist in eine andere übergegangen. Ich weiß gar nicht, wie heißt die jetzt, Level Up oder irgendwie anders. Bin ich gar nicht mehr sicher. Also Brownie Brown existiert so gar nicht mehr. Aber früher hießen sie Do, hatten wirklich dann so einen Brownie da. Die sehen im Endeffekt, die Brownies sind ja auch diese Typen, wie auf Puffon hatten wir einen, den Angler, oder hier hatten wir auch einen in der Höhle und diesen Brownies, soll ich mit so Bärten und einen Hut und ich bin gegen mein Mikro gekommen. Es heißt, er wäre ein Brownie. Dieser Planet wurde einst über lange Zeitalter von seinem Volk bewohnt. Ein Brownie? Okay, wo ist er? Es gibt nur einen einzigen Steinriesen hier und Muffin reist mit ihm. Ein Steinriese? Und wo sollen wir den finden? Naja, er ist ein Riese. Er wird nicht schwer zu finden. Oh nein, was hat er gesagt? Die Antwort war irgendwas? Okay. Ich kann es mal lesen. Danke. Ich hasse es meist, wenn die Dialoge wiederholt werden, aber hier ist es gut. Ich habe mich einfach geklickt. Die Antwort auf diese Frage ist mir nicht bekannt. Ihr müsst ihn auf eigene Faust suchen. Dankeschön, Yogi Guru. Okay, also eigentlich sind Riesen groß. Vielleicht finde ich ihn ja einfach. Läuft er hier rum? Die Polizei sucht auch nach etwas. Entweder mich, das Gummi oder ein Riesen. Weil ich ja Muffin suchen muss und Muffin weiß, wo das Gummi ist. Und deswegen, weil Muffin mit dem Riesen reist, können sie auch dort einen Riesen suchen. Oh, Bohnenkeks. Yes. Ich benutze sie echt niemals, weil Bohnenkekse bringen 5 Erfahrungen, wenn du sie im Kampf nutzt. Du musst also sehr viele Bohnenkekse nutzen, um auf 100 zu kommen. Eigentlich ist es ganz praktisch, manchmal, aber ich habe keinen Bock, im Kampf zu stehen. Bohnenkeks benutzen, wieder warten, Bohnenkeks benutzen, einmal angreifen, Gegner ist tot. Irgendwie ist mir das zu langweilig. Ich weiß gar nicht, wie viele habe ich von Bohnenkeksen schon? Gar nicht viele. Ich war immer faul. Ja, ich habe 7 Stück. Ich habe schon so viele gesammelt. Und ich habe 25 Zuckersterne. Okay, das sind echt nicht wenig. Ich kann alle Wahrpunkte der Welt kaufen. Ja! Außerdem werde ich wahrscheinlich noch den einen oder anderen Topf finden und noch mehr Zuckersterne kriegen. Ich weiß noch in der Vergangenheit, wo ich nicht wusste, dass man Zuckersterne kriegt, wenn man Windmagie beim Topf benutzt. Da habe ich dann keine bekommen und hatte immer großen Zuckersterne überall rumgerannt und brauchte nur welche. Ich will nach Weltraumpolizisten gucken. Ich gehe ihn mal besuchen. Da sind sie! Hey, was hängt hier denn außen, Leute? Übrigens, für den Feuersturm. Ist es dein Ernst? Flüsterflüster. Wahnsinniger Mörder. Der wahnsinnige Mörder. Wo alle meinten, ihr seid verrückt, wenn ihr den herholt. Die Fruchtgummis, okay. Das ist richtig. Heißer Kaffee. Ja, okay. Bri-Puri, so eine Süße.
ihr Haar, ob es gefärbt ist. Das ist eine Frage. Ist sie wirklich blond? Ich finde es mal geil, wenn die immer irgendwas nachher reden. Kämpfe ich... Wie war das? Wenn ich euch anspreche, kämpfe ich gegen euch? Ich probiere es aus. Hallo, wie geht es dir? Ja, ich kämpfe gegen sie, wenn ich sie anspreche. Okay, keiner wird den Polizisten mehr ansprechen. Außer die, die mich nicht ansehen. Weil die merken vielleicht hoffentlich nicht, dass ich hinter ihnen stehe und sie anstarre. So. Also, die nicht bewegen ansprechen, die nicht zu mir gucken. So ist die Taktik. Stammfuß. Au. Nein, ich bin ja halb tot. Bald bin ich dämlich. Verdammt. Ich habe wohl vergessen, dass ich halb tot bin. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Wind. Wo kann ich mich heilen? Ach ja, es ist in, ne? Dann heile ich mich da. Du wirst es... Ich könnte auch... Warte mal. Rache. Ich geh mir ja eh jetzt gleich heilen. Rache. Meine... Ah, ich muss mich noch wieder richtig stellen. Ich bin immer noch durcheinander. Meine Reihenfolge ist voll durcheinander. Hm. So. Ich finde noch die Kampfmusik voll schön. So. Jetzt gehe ich schlafen. Und ich hoffe gerade, mir ist gerade was eingefallen, ich hoffe unbedingt, dass diese Folge nicht laggt wie die letzte. Ich war so geschockt, dass es vollkommen super funktioniert hat. Und dann, okay, alles klar, ich werde das Video mal nehmen und irgendwie bearbeiten. Und alles war nur am Ruckeln. Und ich konnte mir nicht, ich wusste nicht, woher das kam. Ich weiß immer noch nicht, woher das kam, genau. Eigentlich habe ich mir danach gesagt, keine Ahnung, machst du das für ein Virensystem oder was anderes, machst du aus, damit auf keinen Fall irgendwas den Prozess von dem Spiel behindern kann, aber habe ich es vergessen. Also, bitte ruckel nicht, Spiel. Bitte tu mir das nicht wieder an. Weil das Spiel läuft gerade unglaublich frei. Also, echt gar nichts. Keinerlei irgendwelche Verzögerungen, gar nichts. Das kommt alles von der... Jetzt wenn die bei der Aufnahme wahrscheinlich wieder alles durcheinander. Oh, bitte nicht. Ich hoffe jetzt echt, dass es super wird, dass es gut wird. Sonst, sorry. Ich gehe gerade hier hin, weil wir haben eine Zugangskarte erhalten und ich möchte dieses kleine Secret zeigen. Ich finde die toll. So. Hier als Apfelkuchen einloggen. Als Gast waren wir davor eingeloggt und Apfelkuchen ist das, das Name von dem Morph-Mädchen. Können wir nämlich, die persönliche Seite von ihr sehen. Das Tagebuch. Das wollte ich mich gerne mal zeigen, weil ich fand das eigentlich voll cool, dass man das finden konnte. Und man kann da so super einfach ran vorbeilaufen. Also, das geht wirklich schnell. Ich hatte auch oftmals, dass ich dann die Karte hatte und ich wusste nicht, okay, ich habe eine Karte erhalten. Habe ich sie vergessen und nie benutzt. Aber man kann die hier einsetzen und sich angucken. Also, da kommt man nicht sofort drauf, finde ich. Naja, vielleicht doch, aber ich habe da nicht dran gedacht. Dr. Calzone hat mich gebeten, nach R zu kommen. Hier gibt es absolut gar nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier einst blühende Zivilisationen lebten. Es ist ganz anders als auf Profon. Oh ja. Wenn ich in den Himmel schaue, habe ich das Gefühl, aufgesaugt zu werden. Es ist fast so, als könnte ich von hier fortfliegen. Seite 2. Die Maulwürfe versuchen mit mir zu reden, aber ich verstehe kein Wort von dem, was sie sagen. Aber der blöde Calzone besteht darauf, dass ich mit ihnen rede. Er hat meine geistigen Fähigkeiten völlig falsch eingeschätzt. Warum kann man sich mit ihnen reden? Ich verstehe sie wunderbar. Ich bin mental ziemlich auf Draht, aber ich kann trotzdem nicht mit ihnen kommunizieren. Es ist voll leicht, mit ihnen kommunizieren. Vielleicht bin ich auch einfach anders. Ich habe gehört, das Team von Dr. Calzone an einem Projekt arbeitet, das Roboter völlig autonom machen soll. Die Roboter rennen ja jetzt schon alle herum. Ob das eine gute Idee ist, sie einfach sich selbst überlassen? Sie wollen in einem 4-Jahres-Plan die künstliche Intelligenz der Roboter verbessern. 4-Jahres-Plan. Das bedeutet, dass ich auch in den nächsten 4 Jahren nicht nach Buffon zurückkehren kann. Oh. War jetzt 4? Die KI BT Alpha ist fertiggestellt und übertrifft die Erwartungen.
Dr. Calzone arbeitet bereits an der Beta-Version. Doch die Forschungsleitung hat ihm kein grünes Licht gegeben und jetzt ist er beleidigt. Ich fange an, mir Sorgen um ihn zu machen. Oh. PSI Verstärkungstest. Das Blatt hat sich anscheinend gewendet. Dr. Calzone hat sich immer über Psi-Kräfte, ich warum sage ich PSI, Mann, bin ich schlau. Psi-Kräfte lustig gemacht. Aber jetzt bezweifelt niemand mehr ihr Potenzial. Ich frage mich, ob der Test funktioniert. Einige Leute wären nervös, weil Asche und Blütenblätter beim Himmel gefallen sind. Achso, die waren es. Aber sie wollten mir nicht sagen, dass was wirklich passiert ist. Das hat mich etwas traurig gemacht. Sieht so aus, als hätten sie schon wieder neue Techniker herbeigebracht. Und noch eine Menge zusätzlicher Psi-Techniker. Haben die eigentlich eine Ahnung, dass sie hier Experimente zum Biegen und Krümmen des Raumes durchführen? Ich bin mir da nicht sicher. Ich weiß nicht, was die Techniker denken. Ich habe Gerüchte gehört, dass Geld und Leute auf Puffern knapp werden. Ja, es gibt dieses richtige Armviertel und das unglaublich glamouröse Amarant. Leute auf Puffern, ich frage mich, ob es meiner Familie gut geht. Weiß ich nicht. Dr. Calzone benimmt sich seltsam. Er sagt, er schickt mich bald nach Puffen zurück. Ich hoffe, das sagt er nicht nur so. Bevor ich hierher geschickt wurde, habe ich mich von meinen Eltern verabschiedet, als wäre es das letzte Mal. Ich habe vergessen, es zu erwähnen, aber ich denke, die Maulwürfe wollen uns hier nicht mehr haben. Ich werde mir anhören, was sie zu sagen haben, wenn ich wieder mehr Freizeit habe. Naja, ihr habt echt viel Elend über die gebracht. KI Bitty Bitty Beta ist fertiggestellt. Sie ist Dr. Calzones ganzer Stolz. Wie ich hörte, setzen sie auch Psi-Fähigkeiten ein. Jetzt wartet man hier nur noch auf die Bestätigung aus Buffon, um die Massenproduktion starten zu können. Ich hatte heute früh einen Traum. Ich hatte meinen Körper verlassen und flog über die Ebene von Buffon. Dort habe ich meine Eltern entdeckt. Als ich aufwachte, musste ich weinen, denn sie hat mich nicht bemerkt. Die fünfte Verwarnung der Brownies. Dr. Calzone ist total niedergeschlagen. Wahrscheinlich ist das ein Ultimatum. Entweder die Planeten verlassen oder mit den Brownies die Klingen kreuzen. Aber das können weder Dr. Calzone noch ich entscheiden. Okay, dass die Brownies sie nicht haben wollten, verstehe ich. Ein Tag voller Zwischenfälle. Dr. Calzone ist seit einer Weile nicht da. Ich vermute, dass das Kraftwerk in Eral überholt wird. Ich verbringe Tage damit, die verstärkten Psi-Fähigkeiten zu testen. Meine Eigenfähigkeiten nehmen auch zu. Zu Hause war ich ein Durchschnittsmädchen, abgesehen von, naja, meinen Telekinesekräften. Damals hat mich das irritiert und jetzt kann ich Panzer nur mit Gedanken bewegen. Das ist cool. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Kein Wunder, so lange durchgehalten hat sich den echt starken Kern gehabt. Wo hab ich gerade aufgeklickt? Auf 11 oder auf 10? Warte mal. Ich hoffe mal, das ist richtig. Zeit zu packen. Wie es aussieht, werden wir das Kraftwerk für eine Weile verlassen. Sie sagen, dass die Brownies kurz vor dem Großangriff stehen. Und ich habe ein paar Steinriesen das Kraftwerk beobachten sehen. Oh, da waren auch mehr Steinriesen da. Wird das Kraftwerk in die Händen der Brownies fallen? Ich freue mich, nach Buffon zurückzukehren. Aber ich will hier nicht einfach so ein Chaos zurücklassen. Ich komme sowieso hier zurück. Welchen Nutzen hat es auf Puffos, einen Panzer mit Gedanken bewegen zu können? Ich wäre nur eine Zirkusattraktion. Helfen Sie mir, Dr. Calzone! Die Roboter sind hier! Dr. Calzone, wo sind Sie? Sind Sie eingeloggt? Oder? Ich habe 8 der neuesten Robotermodelle zertrümmert und ich werde es wieder tun, wenn Sie noch einmal hier auftauchen. Wie viele sind da noch? Dr. Calzone, irgendwer! Bitte antwortet mir! Hilfe! Ja, das war's. Am Ende. Erst haben sie angefangen, die ganzen Roboter zu bauen, ein perfektes, eine künstliche Intelligenz zu bewirken und. Ja. Am Ende kamen die Roboter, haben sie geholt.
unentdeckbar. Einfach, die Brownies fanden es auch nicht gut, was sie taten. Die Bauswürfe fanden es auch nicht gut, was sie taten. Im Endeffekt waren sie da nicht willkommen und sie hätten vielleicht darauf achten sollen, hätten vielleicht doch irgendwie sagen sollen, wie gehen. Hätten sie aufgehört zu, nicht berühren, zu forschen und die Roboter nicht, alles nicht fertiggestellt, wäre es ihnen vielleicht anders ergangen. Verdammt, ich wollte hier nicht laufen. Okay. Tschüss. Ah, ich kann nicht aus dem Kampf fliehen, verdammt. Ja, okay. Kämpfe ich irgendwie in dich. Naja, ich finde die... Das ist einfach... Ich hoffe, ich habe auch gerade irgendwie alles gehabt, weil irgendwie dachte ich zwischendurch, welche Seite war ich jetzt gerade? Also kann gut sein, dass ich eine übersehen habe. Ich hoffe mal nicht. Naja, aber ich finde dieses Secret echt... Ich finde es irgendwie cool mit dem Tagebuch von Apple, dass wir das alles angucken können. Und es gibt auch noch mehr kleine Secrets, wobei ich die meisten natürlich nicht kenne. Also irgendwie habe ich die nie... Ich weiß nicht, ich habe die nie nachgeschaut und habe auch nie irgendwo im Internet nachgeschaut später. Aber es gibt auch noch andere. Also es gibt noch einige, die man finden kann. Nur dieses Jahr habe ich selbst gefunden, da war ich so stolz. Ich so, ich habe ein Secret gefunden. Naja, im Endeffekt, wie gesagt, man kann sehr schnell daran vorbeilaufen. Also ist es im Endeffekt schon fast ein Secret. Und das wollte ich ihm nur zeigen. Und dann musste ich natürlich gegen einen Polizisten laufen. Weil ich ihn so mag. Also. Ich schenke ihm Steine, weil ich kein Geld habe für irgendwas anderes. Aber Steine mag er anscheinend nicht. Yes, Level. Nestwärme! Okay. Okay. Warte. Erst weglaufen. Jetzt. Wäre mir zu nah, der Typ. So, dann positioniere ich die mal eben wieder um. Ey. Ach. Come on. Dahin. Du nach vorne. Du nach da. Du nach da. Ich möchte, dass du so stehst wie davor. Das ist mir jetzt wichtig. So, speichern. So, dann werde ich mal weitergehen. Wie lange nehme ich schon auf? Stunde, okay. Mal gucken. Hier was nachschauen. Okay, Chai ist bald Level Up. Pico braucht noch ein bisschen. Ich kann in die Richtung, weil hier war ich noch nicht. Und hier finde ich mich, Freunde. Ziel erfasst. Dort, wo früher der Weltraumhafen war, Koordinaten X28, Y44. Okay, aber mich meinen sie jetzt nicht, ne? Weil die nur vor mir stehen geblieben sind, oder haben sie vor mir geschwebt? Ich hoffe mal, sie meinen mich nicht als Ziel. Wahrscheinlich schon. War nicht irgendwie... Da, dich habe ich gesucht. Truhe. Ich wusste, dass irgendwo eine Truhe war. So. Ja. Geld. 300. Das bringt mir wohl gar nichts. Was soll ich damit? Ich beschwere mich jetzt nicht. Nice. Kit-Erbse. Ja, aber da stehen sie. Ja, ich sammle noch ein bisschen Truhenzeug ein. Ach, manchmal ist es echt schrecklich. Diese Steuerung. Wenn ich wirklich richtig auf der spielen würde, würde es viel leichter sein, also. Aber ich mache das gerade mit anderen Mitteln und deswegen ist das ein bisschen dämlich. Ist hier nichts, ne? Nö. Ich genieße es gerade, dass hier keine Gegner sind. Kein random Encounter, die mich angreifen. Ja, im Endeffekt muss ich hier nach zur Seite gehen und dann geht's los mit dem Kampf. Aber ich mache jetzt hier eine Pause. Ich habe jetzt nicht sehr lange gespielt, aber ich habe echt Bammel, dass meine Aufnahme nicht richtig ist. Also, dass wieder alles ruckelt und nichts funktioniert. Deswegen mache ich jetzt Pause, mache dann das mal weiter. Dann habe ich hoffentlich weniger, dann habe ich zwar zweimal Aufnahme, aber dafür habe ich dann nicht nachher ein Ding, was einfach nur die ganze durchruckelt. Vielleicht kann ich am zweiten dann noch was fixen. Deswegen mache ich jetzt hier eine Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal.